Auf geht's, Jungs! Fußball ist Leidenschaft in allen Sparten. Und auch der Inklusionsfußball wächst stetig in den vergangenen Jahren. Der Fußballverband Mittelrhein, kurz FVM, fördert den Behindertenfußball schon lange und bietet seinen Vereinen Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Angeboten für Handicap-Fußballer an. Dabei stehen Anerkennung, Motivation und Selbstständigkeit für die Spieler im Vordergrund. Auch die Sepp-Herberger Stiftung begrüßt die positive Entwicklung. Die Sepp-Herberger Stiftung setzt sich seit dem Jahr 2000 mit unterschiedlichen Projekten und Initiativen für den Behindertenfußball ein. Mit der Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen beispielsweise, mit der Blindenfußball-Bundesliga, mit den Fußballfreunde-Cups, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen Sport treiben zu lassen. Aber auch und vor allen Dingen mit der Inklusionsinitiative und zunehmend auch mit Qualifizierungsangeboten. Wichtig ist, wie schon Egidius Braun sagt, Fußball ist mehr als 1:0. Also er wollte damit unterstreichen, dass der Fußball eine große Sozialkompetenz hat, dass er sehr viele Menschen, vor allen Dingen auch behinderte Menschen, erreichen kann, sie auch mit Lebensfreude erfüllen kann. Und das versuchen wir mit der Inklusionsinitiative umzusetzen. Unsere Vereine bieten den behinderten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen diverse Maßnahmen an, Trainings, Spielmöglichkeiten, um dadurch ihren eigenen Ruf zu stärken, aber auch den Ruf des Verbandes. Bei den Vereinen im FVM kommt das gut an. Beim SC Borussia Köln-Kalk bietet beispielsweise das regelmäßige Training für Kinder in der sogenannten Kick-Mit-Gruppe die Grundlage für die Weiterentwicklung des Inklusionssports. Trainer und Verantwortliche des Clubs stehen voll hinter dem Projekt. Es macht tierischen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, auch zu sehen, wie sie sich freuen über Erfolge oder über kleine Erfolge, die sie selbst erzielen. Ist einfach nur ein Spaßfaktor. Also ist total gut. Wir sind hier ein Teil des Vereins. Die Mannschaft gehört zum Verein dazu, wie die erste, zweite, dritte, wie A-Jugend, B-Jugend. Es ist ein Teil vom Verein. Für mich ist besonders, dass dort in der Kick-Mit-Gruppe jeder mitspielen kann und dass wir alle zusammen Spaß haben. Das Besondere für mich ist, dass sie sehr nett sind. Und dass sie halt auch normal behandelt werden, wie jeder andere auch. Der Fußball ist für alle Menschen da, für Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Und wir wünschen uns von unseren Vereinen, dass sie auf Menschen mit Behinderung zugehen und sie in ihr Vereinsleben, in ihren Spielbetrieb mit integrieren. Der FVM will auch weiterhin für die Förderung des Handicap-Fußballs sorgen. Das oberste Ziel dabei ist klar, den behinderten Fußballern den Zugang zu den Vereinen zu erleichtern. Ein Beispiel dafür ist die Liga Inklusiv, die sich wachsender Beliebtheit erfreut und dem Regelspielbetrieb sehr nahe kommt. Die FVM Liga Inklusiv macht aus, dass die Spieler eine absolut bunte Mischung darstellen. Es spielt keinerlei Rolle, wer woher kommt, wer welche Behinderung hat, ob er eine Behinderung hat oder nicht. Letztendlich stehen sich 6 Spieler pro Mannschaft gegenüber und probieren mehr Tore zu schießen als der Gegner. Für Vereine, die gerne inklusiven Fußball anbieten wollen, aber auch für Spieler und Eltern besteht die Möglichkeit, Kontakt über die Website vom Fußballverband Mittelrhein aufzunehmen. Mit Hans-Willi Zolper besteht ein Ansprechpartner zur Förderung des Handicap-Fußballs. Die Inklusionsangebote der Vereine wachsen weiter, der Fußball am Mittelrhein wird vielfältiger. Fußball ist für alle da.